Ja, für uns ist es einfach ein tolles Erlebnis, auch mal in einem anderen Umfeld sich mit Sportlern auszutauschen, die man vielleicht sonst auch nicht so oft trifft. Abgesehen davon steht uns so ein Finanzieren auch mal ganz gut, glaube ich. Und ja, ich freue mich drauf. Ja, ich glaube, sie sind extrem wichtig. Man weiß es, dass ganz, ganz viele Sportler nicht so ein hohes Gehalt haben und die extrem viel Aufwand betreiben müssen, Trainingsaufwand haben, um erfolgreich zu sein. Und deswegen ist sowas natürlich überlebenswichtig für alle Sportler, für alle olympischen Athleten, um dann irgendwann mal auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, deshalb ist genau das, was ich eben angesprochen habe, dass es so viele Sportler gibt, die einen riesigen Trainingsaufwand haben, die es teilweise auch noch neben einem richtigen Job das alles unterbringen müssen. Da braucht man sehr, sehr viel Disziplin, braucht man sehr, sehr viel Struktur, aber braucht eben auch die wirtschaftlichen Mittel, um das alles auf sich nehmen zu können und dass sich das Ganze auch noch in einem gewissen Rahmen lohnt. Worauf freuen Sie sich besonders? Ich bin großer Fan von Jan Delay, also ergibt sich die Frage schon von selbst. Leider hat die Weltmeisterschaft ja mit 2 Niederlagen geendet. Das war dann natürlich nicht ganz das, was wir uns erhofft haben vom letzten Wochenende. Da geht man leider mit einem etwas unguten Gefühl raus, mit ein bisschen Abstand. Kann man auch einschätzen und bekommt ein durchweg positives Feedback, was wir in dieser Zeit für unsere Sportart geleistet haben. Man hat die Einschaltquoten gesehen, die waren enorm. Sowas gab es noch nie im Handball und ich hoffe, dass wir neben dem sportlichen Erfolg, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben, es auch geschafft haben, wieder neue Fans für unsere Sportart zu gewinnen und neue Jugendliche in die Vereine zu holen. Und das bedeutet uns auch schon sehr, sehr viel. Genau, ab Sommer geht es für mich in der Bundesliga bei meinem Herzensverein, bei den Rhein-Neckar Löwen, wieder weiter. Die Bundesliga ist natürlich mit dem Zuschauerschnitt, mit den Arenen, alles drum und dran, natürlich schon noch in der Breite die stärkste Liga der Welt. Für mich waren es aber auch private, familiäre Gründe. Es ist für mich eine besondere Situation, in meine Heimat zurückzukehren und mit einem 2,5-jährigen Sohn als Familie hat es natürlich schon Vorteile, wenn man wieder näher an Familie und Freunden ist.